Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 18. September 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 698. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich bin nicht der Achim, ich vertrete ihn heute. Corning, Hueplay, Fido 2, Wi-Fi 6, iOS 13 und Oppo sind die Themen, die ich heute mit euch durchgehen möchte. Beginnen bei Corning, dem Glasspezialist, der nicht nur iPhones mit ihrem ja doch stabileren und besseren, kratzfesteren Glas beliefert. Da hat Apple, nachdem sie vor doch einigen Jahren schon mal 200 Millionen in den Topf geschmissen haben, weitere 250 Millionen reingeschmissen, um die Forschung weiter voranzutreiben von der Firma, damit die Gläser noch besser werden in Zukunft. Übrigens, in den iPhones ist Corning Glass seit 2007 mit drin verbaut. Seit dem 11er auch beidseitig, nicht seit dem 11er, aber seit dem, wann war das? Ich glaube dem 4S beidseitig und mittlerweile ja wieder beidseitig verbaut. Ja. Ich starte mal mit dem nächsten Thema. Philips Hue Play ist eine HDMI Sync Box, die euch Ambilight oder eine Ambilight ähnliche Funktion auf den Fernseher bringt. Was haben wir doch lange warten dürfen, bis Signify genau die Möglichkeit uns gebracht hat. Bis anhin musste man eben zu einem Philips Ambilight Fernseher greifen, wenn man wollte, dass die Farbtöne weiter über das Fernsehenbild hinausgingen und somit das Ganze ein bisschen gemütlicher und auch augenfreundlicher zu machen. Nun ist so, dass sie eben eine Box rausbringen, die genau die Möglichkeit bieten. Das Tolle, in Österreich, Deutschland und der Schweiz kommt die Box ab dem 15. Oktober auf den Markt für 249 Schweizer Franken, besser gesagt Euroden. In Schweizer Franken habe ich den Preis noch nicht, aber für mich wäre das doch ein tolles Geburtstagsgeschenk, würde ich behaupten. Weiter geht's mit Apple. Die haben nämlich den NFC-Standard oder die NFC-Schnittstelle am iOS über iOS 13, also softwareseitig und bei den neuen Modellen vor allem, ein bisschen mehr geöffnet. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel Fido und ähnliche Sicherheitsschlüssel benutzen, um da mit NFC dran zu kommen und nicht über die Lightning-Variante, welches man vor kurzem veröffentlicht hat. Und da hat man eben bis vor kurzem nicht die Möglichkeit gehabt, im iPhone das Ganze zu nutzen. Was ist das ganz genau? Fido ist ein Sicherheitsschlüssel, ein Hardware-Schlüssel, der einem hilft, sich einzuloggen bei diversen Diensten und so weiter und ist eine sehr, sehr praktische Geschichte. Ich glaube, ich muss es mal ein anderes Mal in richtigen Worte verfassen, auf dem bookgips.ca-Blog mal einen Testbericht dazu schreiben. Ich finde die Schlüssel nämlich ganz toll und freue mich, dass jetzt das unter iOS auch zu nutzen ist. Jetzt müsste es nur noch auf der Mac-Seite auch mit einer NFC-Schnittstelle kommen. Ansonsten, ja, gibt es immer noch den USB-Port, logischerweise. Man kann ja Apple einiges vorwerfen beim neuen iPhone, zum Beispiel, dass sie nicht auf 5G gesetzt haben. Wenn man aber bedenkt, dass ich letzte Woche in Berlin kein Tropfen 5G bekommen habe und es auch andere Länder gibt, die noch nicht so gut ausgebautes Netz haben, dann fragt man sich, auf was Apple besser setzen sollte. Und es gibt ja neben 5G auch noch einen anderen neuen Standard, den man heute unterstützen könnte, und das ist Wi-Fi 6. Etwas, was schneller und sicherlich flächendeckender kommen wird als eben 5G. Zumindest wer gerade im Neukauf eines neuen Routers ist, der sollte sich da mal ein bisschen umschauen. Da gibt's ja mittlerweile schon kompatible Geräte, unter anderem vom AVM. Das haben der Achim und ich ja an der IFA euch gezeigt und auch erzählt, besser gesagt. Ja, die iPhone 11, aber in Klammer auf, nur die Pro-Modelle unterstützen nämlich den neuen Standard. Und da gibt's einiges mehr an Durchsatz wieder mal. Es gibt die WPA3-Verschlüsselung, also die Wi-Fi-Verbindung ist besser verschlüsselt und. Also einiges ist da noch dazugekommen. Unbedingt beachten beim Neukauf, würde ich mal sagen. Wer ja am Donnerstag morgen die iOS 13-Version installiert und
gleichzeitig aber Dienste wie Apples Erinnerungen-App und ein paar andere Dinge nutzen möchte, die es auf verschiedenen Geräten gibt, der sollte vielleicht mal noch ganz kurz warten mit dem Update. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Normalerweise sage ich ja immer, updatet sofort auf die neuen Versionen. Natürlich erst nach einem erfolgreichen Backup, aber grundsätzlich sage ich, steigt schnell da auf. Der Grund, warum ich das mal abrate, das iPadOS, die neue Version, kommt erst am 30. September auf den Markt. Catalina, macOS in der Version 10.15, kommt sogar erst im Oktober, und das kann auch ganz gut erst Ende Oktober sein, kommt eben ja später auf den Markt. Nicht wie in den letzten Jahren, wo das Ganze jeweils ja relativ zeitnah gekommen ist, so mit ein, zwei Wochen Unterschied. Hier solltet ihr, wie gesagt, wenn ihr verschiedene Systeme nutzt oder auf verschiedenen Systemen verschiedene Apps und Dienste nutzt, euch das gut überlegen und vorab abklären, ob das Ganze funktioniert. Wer nicht warten kann mit iOS 13, weil zum Beispiel seit gestern, vorgestern oder vorvorgestern besser gesagt, Apple Arcade draußen ist, der kann ja zum Beispiel die Erinnerungen-App auch im Browser über die iCloud, also über die iCloud direkt im Web bedienen. Das ist so eine alternative Möglichkeit, die man hat, wenn es nur jetzt an der Erinnerungen-App gelegen würde. Zu guter Letzt habe ich Neuigkeiten von Oppo. Die sind ja die, die in den letzten Jahren immer wieder mal ziemlich hervorgestochen sind, dadurch, dass sie Dinge eingeführt haben, bevor es andere getan haben, und meistens auch zu einem deutlich günstigeren Preis. Oppo kann jetzt seine Smartphones mit 65 Watt übers Kabel und mit 30 Watt drahtlos laden. Das sind zwei neue Technologien, die sie vorgestellt haben. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr nachlesen auf einem Bericht, den wir verlinkt haben in den Shownotes auf daily.tiktok.ch. Wie all die anderen Themen sind da natürlich verlinkt zum Nachlesen. Grundsätzlich ist es so, dass das Akku-Package im Smartphone eben mit diesen 65 Watt voll beladen wird. Das geht aber ziemlich schnell dann wieder runter auf 55 respektive 45 Watt. Das aus einem einzigen Grund, weil viel Leistung drüber geht und dann Wärme und also Dinge, die ein Akku nicht gern hat, weil das wirkt sich auch auf die Lebenszeit des Akkus aus. Und somit ist das auf jeden Fall kein verkehrter Weg, aber ihr könnt zumindest in den ersten paar Minuten ziemlich viel Saft in euer Smartphone und könnt es sehr, sehr schnell aufladen. Darauf freue ich mich doch. Wer weiß, vielleicht gibt's ja das schon im neuen Renault 2, was ja nächstens vorgestellt wird. Oder besser gesagt, schon gezeigt wurde? Nee, jetzt habe ich ein Durcheinander. Es wird nächstens vorgestellt. Genau, die Ankündigungen sind ja draußen. So, guten Morgen Martin, genau. Des Weiteren haben sie eben auch eine Möglichkeit vorgestellt, wie man über Wireless viel mehr rüberbekommt, aber das alles zum Nachlesen im verlinkten Beitrag. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag, macht's gut und bis bald. Euer Pokepsi. Ab morgen ist der Achim wieder für euch da. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.